Über das umfangreichste Verbrechen der im Wohlstand befindlichen Gesellschaft werden keine Romane geschrieben, aber auch kaum Anklageschriften verfasst. White Collar Crime nennen es die Amerikaner. Weiße Kragenkriminalität. Gemeint ist das Wirtschaftsverbrechen großen Stils der oberen und höchsten sozialen Schichten, der unreelle Vermögenserwerb mit skrupellosen Mitteln. Es handelt sich um Täter, die jedoch nie auf den Anklagebänken der Strafkammern erscheinen. Allerdings, die größten Verbrechen, so wusste schon Aristoteles, wurden nicht begangen, um sich das Notwendige, sondern um sich das Überflüssige zu beschaffen. So neu und verblüffend kann die Kriminalität der Inhaber des Wohlstandes also gar nicht sein. Dennoch blieb sie den Gerichten und der Öffentlichkeit bisher verborgen. Welche Erklärung gibt es dafür? Fragte ich den hessischen Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer. Zunächst mal ist zu sagen, dass wir uns in Deutschland im Allgemeinen nicht bemüht haben, die Probleme von Big Business zu behandeln. Größere Enquetenuntersuchungen sind nicht vorgenommen worden, ganz im Gegensatz etwa zu den Vereinigten Staaten, wo von vornherein die Kritik viel, viel größer war. Der Schaden im Einzelfall, der die anonyme Person auf der Straße, die Frau auf der Straße trifft, kann sehr gering sein. Das ist zum Beispiel der Fall bei irrtümlicher Reklame, kann auch der Fall sein bei Untergewicht. Es werden wenig Strafanzeigen erstattet, obwohl der Schaden insgesamt, der Umsatz macht's, sich in die Millionen, in der Millionengröße bewegen kann. Es kommt weiterhin zu, dass die sogenannte Weißenkragenkriminalität einer Sondergerichtsbarkeit unterliegt. Beispielsweise wird Steuerhinterziehung nicht als Betrug behandelt, sondern als Steuerhinterziehung mit einem Spezialverfahren. Verstöße, die die freie und soziale Marktwirtschaft betreffen, Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, zählen nur als Ordnungswidrigkeiten, nicht als strafbare Handlungen. Das ist eine Sonderstellung. Dazu kommt, dass bei der Weißenkragenkriminalität der Begriff des Schreibtischtäters verwendet werden muss. Es handelt sich um Riesenbetriebe mit Tausenden von Angestellten, wobei jeder in der Lage ist, die Schuld auf den anderen zu schieben. Ein Problem, wie wir es auch von den NS-Tätern kennen. Es ist also manchmal sehr, sehr schwierig, den eigentlichen Sündenbock zu finden. Möglicherweise stellt sich ein kleiner Mann als Sündenbock später zur Verfügung. Die Riesenbetriebe erstrecken sich über Deutschland. Sie erstrecken sich teilweise über die ganze Welt. Untersuchungen außerhalb Deutschlands sind so gut wie ausgeschlossen. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht hat die bestimmten Grenzen. Es sind die nationalen Grenzen und Untersuchungen außerhalb unserer Grenzen sind einfach ausgeschlossen. Das ist, wenn Sie mich nun eigentlich fragen, tief bedauerlich, denn die Schäden, die durch die White-Collar-Kriminalität hervorgerufen wird, übertrifft um Millionen, um nicht zu sagen Milliarden, die Schäden, die durch die gewöhnlichen Diebstähle, Räubereien begangen werden. Die normale Kriminalität ist völlig gering. Die Öffentlichkeit wird durch die White-Collar-Kriminalität in höchstem Maße geschädigt. Wenn wir davon ausgehen, dass etwa allein durch Steuerhinterziehungen in Deutschland mehrere Milliarden Mark hinterzogen werden, so bedeutet das, dass die Steuerehrlichen mehrere Milliarden Mark mehr bezahlen müssen. Es kommt weiterhin hinzu, dass durch die Machenschaften der White-Collar-Kriminellen das ganze Wettbewerbssystem verzerrt wird. Diejenigen, die zum Beispiel Steuerhinterziehungen begehen, gewinnen einen Marktanteil, der auf Kosten der Steuerehrlichen geht und die Folge hat, dass auch die Anständigen gezwungen werden, sich zu Manipulationen bereit zu finden, die kriminell sind.